Schönen guten Tag. Mal wieder so einen kleinen Einkauf gemacht. Da ja jetzt schon vor ein paar Wochen im Netz stand, ne, hier für 4 Euro bei Kaufland. Schön Vintage Collection Figuren, das eine oder andere. Habe ich da auch mal rumgeguckt und ja, zum Glück noch wenigstens ein paar gekriegt. Schweinewachen natürlich nicht mehr. Die haben wahrscheinlich die ganzen Dortmunder Star Wars Schweine schon aufgekauft in Mengen halt, weil wie gesagt, ich habe es im Netz wieder zu spät gelesen, da ich ja so auf dem Netz bin. Und ja, jetzt habe ich halt noch den Rest hier gekriegt, die liegen halt überall rum, so aber einmal nur kurz durchgehen, bespreche ich dann gleich nochmal, wenn ich sie ausgepackt habe. Ja, also hier vom Windem, beziehungsweise da hatte ich sogar schon einen von. Hab jetzt aber dann nochmal, ja, komm hier, nächstes Mal eben noch die Rückseite kurz. Hier noch ein paar. Die, ja, also die lagen auch alle überall rum, so. Also den Rebel Fleet Hooper gibt es halt noch. Bei Kaufhof übrigens hatten sie auch noch welche für 4,99 und wie gesagt im Kaufland für 4 Euro genau. Dann nochmal hier schön, ich muss mal eben hier wegpacken, noch einen Unpunched gekriegt. Also wie gesagt, der eine wird ausgepackt, ne? Der Unpunched ist dann Unpunched, kommt im Schrank. Dann hier Kitaba, da habe ich jetzt auch noch einige von gesehen. Müsste man sich vielleicht sogar doch noch ein paar mehr holen, dann irgendwie noch ein bisschen ummodellieren oder so, weil für ne, Jawas Bekloppte ist das natürlich super. Auch eine unpunched, eine halt punched, weiß ich gar nicht, doch die habe ich beide bei Kaufland geholt. Hier in Logway hatte ich einen schon für 4,99 bei Kaufhof geholt und den zweiten halt auch. Leider beide natürlich hingen sie wieder hier am Dingsda-Feste, ne? Wurde natürlich wieder aufgehangen und ist auch ein bisschen angeknickt halt und so. Figur selber, wie gesagt, zeige ich gleich einzeln nochmal, vielleicht noch mit ein paar anderen Ewoks dann. Hier sieht man nochmal schön die alte, weil den gab es ja nur damals halt, eine 83. Den dann noch, kurz wegpacken, jetzt fällt mir alles auf die Erde, dann sind sie gleich wahrscheinlich doch alle puncht. Die hier zum Glück auch noch gekriegt, Bevis Offi. Zumal ja jetzt, nachdem ich dann doch mal die fünfte Staffel von Clone Wars gesehen habe, ne, macht das ja auch jetzt mal Laune. Da dachte ich mir, ja, eine Barriss Offi brauche ich auf jeden Fall. Ja, mal, habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, wenn ich jetzt Spoil halt, ne, ich sag nur ein bisschen auf dem Pfad der dunklen Seite, finde ich schon gut. Deswegen musste ich die haben. Leider beide Punched halt, habe ich auch bei Kaufhof geholt für jeden Fünfer halt, aber. Wie gesagt, kann man da mal mitnehmen. So. Eine schön auspacken halt. Mal gucken, vielleicht mache ich mir da noch eine coole Sif raus. Ich muss ja nicht immer nach den Stories gehen, ne? Ach so, einmal vorsichtig drehen hier. Und dann natürlich hier noch, ne? Du gefällst ihm nicht. Und mir gefällt er doch ganz gut. Also besser zumindest als der Power of the Force war das damals. In dem Dreierpack habe ich den ja. Das Cantina-Ding. Ja, habe ich jetzt wenigstens wieder für meine 12 Cantina-Mannequin, die ich jetzt habe oder so. Kann ich jetzt hier wenigstens noch ein bisschen auspacken und die Cantina zusammenpacken. Ach so, hier ist nur der Aufkleber drauf. Ich weiß gar nicht, ob hier hinten. Ne, habe ich noch gar nicht abgezogen halt. Müssen wir gleich mal schauen, was da ist. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne wieder Peace and Justice, the Wanawonga und was auch immer. Und ich pack dann mal aus und dann gucken wir uns die Püppchen mal vernünftig an. Ne? Also, Vintage Collection.